Weil Dennis zu schnell mit dem Server war. Alter, gut, dass ihr es sagt. Ich habe bei dem blöden Passwort meine Aufnahme beendet. Die neuen war es. Aber ich habe es gerade auf dem zweiten Bildschirm gesehen. Solltest du vielleicht so ein Scheiße. Wow, ich wollte keine Karre auswählen. Es tut mir leid. Du hast aber die gecheatet worden. Beim Reintappen hat er einfach eine Karre ausgewählt. Dennis, resette das mal bitte. Ja, erstmal starte ich mit 3200 Auflösung. Sind die alle da? Ich wollte keine Karre auswählen. Sind die alle da? Nur 4 Leute? 5 Leute? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also laut Tab sind alle da. Okay. Bis auf Tomese. Ja, bis auf Motete, genau. Also alle, die in nur 6 Leute. Trotzdem muss Dennis gleich mal bitte resetten, weil ich hatte gerade noch gesehen, ich hatte noch den Greenscreen-Filter aktiv. Da ich den nicht aufgebaut habe, habe ich den Filter mal kurz deaktiviert. Okay. Nach Ewigkeiten gibt es mal wieder eine Cam im Renntag. Ja, gut, würde ich wahrscheinlich selbst, wenn ich das streamen würde, darauf verzichten. Ja, ich ja, wenn du das so machst, ich mach halt Cam nur bei Livestreams, sonst gar nicht. In der Regel und. Ja, aber bei manchen Fällen, manchmal frage ich mich, braucht man das überhaupt? So, dann sollte alles starten. Ja, nur, dass du den Server restartest, dass es nochmal kurz resettest, weil ich habe ungewollt eine Karre ausgewählt. Ja, ich bin, glaube ich, erstes dran. Da wird erster starten. Ach. Na, dieser sagt Bescheid, wenn ich wählen soll. Ja, da, er muss erstmal kurz wieder. Ja! Naja, jetzt kann er einen Besuch setzen. Ich glaube, er hat es mitbekommen. Meinst du, er hat es mitbekommen? Er muss ja nicht neu starten. Meinst du? Hey, man weiß es nicht, aber ja, ich meine. Vielleicht hat er es ja auch nicht mitbekommen. Vielleicht auch nicht. Wir werden es vielleicht nie erfahren. Das nur beim Reintam plötzlich das Wagen gewählt. So, wie ist denn die Reihenfolge? Diebst das logischerweise zuerst, weil er nicht gefahren ist? Ja, dann bestimmt ich, oder so. Da bin ich, ja gut. Ich glaube, dann müsste ich kommen. Ich fahre ja ohne Wertung. Ach, Peter, ja. Ja, oder? Das wäre mal also lustig. Also ich würde hier auch ein letzter starten, ja, auch kein Problem. Also ohne Wert, ohne Punkte. Ja, aber dann muss Dennis nur halt sagen, wer jetzt nach Diebst da dran ist. Ja, ich muss mal kurz gucken. Also die letzte Rente wurde noch nicht ausgewertet, glaube ich. Du warst nicht bei allen dabei, oder? Nee, ja, erstmal das und zweitens bin ich ja jetzt nicht so gut. Ohne Tomates ist relativ offensichtlich. So. Pete war ja auch nicht oft mitgefahren, HP2. Das heißt also Peter? Also müsste Pete jetzt als nächstes sein. Jawohl. Und dann so, bestimmt ich. Dann du. Wer ist noch alles da heute überhaupt? Rebbe? Kirsche und Ravage und du. Dann, also, dann wird jetzt Ravage sein, vermutlich. Ja, dann Dennis. Obwohl, war Ravage bei jedem Rennen dabei? Dann ist es nur noch ich und Kirsche, ne? Ja. Okay, und welches Auto war es nochmal gleich? Ich bin nicht sicher, Ravage war bei jedem Rennen dabei, bei jedem HP2-Rennen? Also, wir fahren das jetzt 2 oder sowas. Nee, ist ja eine kurze Saison, ne? Das war 2. Rennen. Das Rennen war nicht mit dabei. Welche Karre war es noch mal? M5! Okay, aber ich denke, Ravage ist dann vor Stevie, wenn er nicht bei jedem Rennen dabei war, ne? Doch egal. Wir sind jetzt beim dritten Rennen gerade erst. Ja, vor 5, aber... welchen war er dabei? Und der zweite wurde noch nicht ausgewertet. Hirsche, du bist! Okay. Ich weiß nicht, dass das am ersten Renntag passiert ist. Theoretisch gilt ja dann nur ne... Ah. Gut, jetzt sind alle ausgewählt. Geht doch! Ja, bevor ich loslege, mein Profiler will gerade nicht. Jetzt, okay. Mal gucken, ne? So, Start, Ratze. Ratze. Ich ja. Ratze! Ratzepummel. Oh Mann, abgebaut! Habt ihr mehr geübt? Nö, gar nicht. Ich war ja in RP vertieft. Ich hab den Renntag dann auch leider Arschloch gepostet. Ja, ich weiß. Habe ich nur gefragt, ist überhaupt HP? Aber dafür hat dann diesmal halt kein Mensch geguckt, weder ich noch sonst wer. Ja doch, ja, dann lecker, heute. Dann leckerst du aber wieder. Nee, heute nicht, weil ich habe heute kein... Ich habe heute nicht um sonst was Schluss gehabt. Nein, nicht doch! Oh, der untersteuert aber. Ui. Ja, das ist auch der M5, was erwartest du? Ja, ich habe gedacht, dass er ein bisschen mehr auf die Kurve kriegt, aber nee. Dem war er dann doch nicht so. Können wir den Diebstahl jetzt mal überholen bei dieser Kurve hier? Ja, machen wir.
Also nein, 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 nein! Also, oh, schieb dich da nicht in die Kurve! Das war ja wirklich eine ganz schlecht genommen. Wie immer. Das ist echt nur die Kurve, die kriege ich immer halt scheiße. Ich bin halt immer letzte Saison da, letzten Rennen nachgefahren, bin auch mal passiert, immer abgeflogen. So, was kann man den fünften Gang jetzt mal probieren mit dir? Ja, wie er vorletzter ist, ja, das hört ja gar nicht. Aber selber schuld wegen dem scheiß Fahrer, ey. Da musst du mal bei Equinox auf E2 mitfahren, ne? Da machst du einen kleinen Fehler und bist letzter. Echt jetzt? Ja, da fahren nur Pros. Ne. Krass. Ja, gestern war das so zumindest, ja. Ja, das ist ja so fast immer so. Also. Ja. Ich hab gedacht, ich bin hier mit den Pros zusammen. Naja, also. Für mich fühlt es aus immer so an. Ja. Ja, früher, wenn ich mal zu Meter habe, der mal mitfährt, dann macht so, ihr hier so angesehen. Komm da jetzt rum, bitte, danke. Aber, was willst du machen? Es gibt immer einen größeren Fisch. Ja. Also dieser Hook ist noch besser als Kirsche. Muss man ja halt mal vorstellen. Aber wo ist die Kirsche? Boah. Rennen ist die Kirsche rein. Ja, ich bin in der ersten Runde gecrashed, weil ich nichts gesehen habe. Ah, musst du Augen aufmachen? Ja, da waren Autos vor mir. Zu viele an der falschen Stelle. Läuft mir das gerade so gut bei mir, ey. Weil kein Mensch übt das vielleicht. Trotzdem bin ich im... Ja gut, das ändert nichts an, dass ich immer noch letzter bin. Gut, aber hältst du noch mit? Oh, fucking hell. Das war Jung, scheiße. Wer wird dich und die machen Rennen hier hinten? Bist du... Oder sie das Gefühl haben, dass wir jemals vor dem Pferd herkommen. Der Fehler war so scheiße, mit Kirsche jetzt doch mal das Rennen gewinnen, wahrscheinlich in der vierten Runde oder so. Weil der kommt ja schon. Hätte ich mir nicht erlauben dürfen, den Schnitzer. Schnitzer? Ein BMW Racing Team, ne? Ja, so, ja, vielleicht haben die den Mist hier verzapft. Das kann natürlich sein. Oh, weia. Wissen wir, wer den Mist hier verbockt hat? Ah. Noch nie dran näher ran, ne? Ah, der Kehrsalat kommt. Das Rennen geht noch eine ganze Runde. Ja, die brauche ich auch. Ich muss meine Cam gleich mal richtig, ich sehe das gerade! Jetzt ist die Cam runtergefallen. Nicht so viel auf andere Bildschirme gucken. Nee, wollte ich gerade sagen, Augenverkehr. Tschüss, Diebster, war schön, dich gesehen zu haben. Ja, immerhin, aber Karte war eine Weile. Ah, das stimmt, also. Das ist aber nicht die Straße, guck mal, auch wenn man Rennen fährt. Hat man das an der Fahrschule nicht beigebracht? Welche Fahrschule? Also. Die HP2 Fahrschule. Natürlich. Also, ja. Oder redest du von der RP Fahrschule? Ja, die fällt auch. Ach, deswegen machst du so viele Unfälle. Vielleicht solltest du die mal wechseln. Gut, dass auf dem RP-Server nur eine Fahrschule existiert. Ja, wahrscheinlich fahren sie auch deswegen alle so scheiße. Das ist gar nicht. Als würdest du bei meinem RP-Streams reinschauen. Nö, hab ich nicht. Siehst du. Nie über deinen Schatz gehen. Aber das färbt ja auf das Racing ab wahrscheinlich. Ja, natürlich. Das GTA-Handling färbt auf HP2 rüber. Ja, wenn das so wäre. Wenn doch nur dieses Handling da hier drin wäre, ne? Oh, das wäre bestimmt sehr, sehr, sehr cool. Die Kirsche kommt, das gefällt mir. In jeder Runde komme ich in der Kurve da so weit raus. Das ist doch gewesen, nicht wieder. Warum ist das eigentlich so ein Phänomen? Wenn Hook dabei ist, dann schaffe ich Kirsche, aber schaffe Hook nicht. Wenn Hook nicht dabei ist, dann schaffe ich Kirsche nicht. Und jetzt fahre ich nie wieder gegen diese Wand! Meine Lieblingswand. Oh, come on! Das hätte ich Das hat mir genau die Reizhäkel gebracht. Das ist mit dem Phänomen noch gewesen, wo ich fahre mit Ravage so, es läuft die ganze Zeit gut.
ein Dennis connected auf den Server. Es geht alles schief. Come on, warum fahre ich dagegen? Das hätte ich gewinnen können. Ich hätte auch Vierter werden können, aber so war ich echt schlecht. Das ärgert mich jetzt. Verdammt, du bist Erster. Nix hingekriegt, ey. Hätte ich aber sowas von sonst gewonnen. Du hast beste Rundenzeit als Rabbit. Ja, danke, hilft mir ja nix. Warum bist du jetzt abgehauen? Tschüss, Pete! Oh, ich hab ausgetappt, scheiße. Ach, du dachtest, das war's schon, ne? Kurzer Renntag. Renntag von einem Rennen! Ja, damit, das ist aber das Problem, weil die Werte. Scheiß auf Renntag, ich schaue EM-Finale. Wir fahren ja kein Rennspiel mit 100% Rennen, tut mir leid. Benutzt du kein Voodoo oder warum kannst du nicht tappen, ohne dass du fliegst? Boah, wenn ich das wüsste, dann... Ich kann auch nicht tappen, ohne das zu disconnecten. Also ich benutze bestimmt kein Voodoo. Das ist wahrscheinlich DirectX. Ja, nee, DirectX ist es sowieso, aber benutzt DG Voodoo, dann passiert das ja, nicht. Auch hauptsächlich, das kann man so nicht sagen. Daten mitgekriegt von ihm hier. Außerdem ist Voodoo, aber das geht dazu nicht. Außerdem sieht das Spiel dann schöner aus. Das Viper. Ja. Die Viper. Überlege ich mir mal. Das sieht deutlich schöner aus. Das kannst du, musst du dir mal einen Vergleich zeigen. Das ist unglaublich. Naja, kann ja die Videos angucken. Sieht wesentlich schöner. YouTube komprimiert das ja alles weg. Das ist ja nicht, wenn du die Auflösung hochstellst. Ich auswählen kann. Selbst dann ist alles sehr komprimiert. Ja, da muss noch Peter. Na, doch. Muss ich jetzt wählen? Okay. Ja, Dodge Viper. Sieht dort gefieper. Die C4 CTS. Jetzt ist Ravage dran. Hat er schon, jetzt ist Dennis dran. Jetzt ist Kirsche dran. Perfekt. Und jetzt kannst du das Race starten. Kalippe Pose, nehme ich mal über. 6 Runden lang. Ja, ich mach Zeit haben und sie muss immer mal probieren mit manuell zu vorne. Ja, jetzt hat Matomete gerade bei irgendeinem IP-Launch-Server quasi dazu gezwungen, mal manuell zu probieren. Dann ist er nicht da. Boah. Das war ja schon mal schlecht. Wow, ich drifte durch die Kurve alle vor mir. Das war hier direkt. Obwohl das nicht die Driftweite ist. Ja, aber ein bisschen rutschigen Arsch hat das Ding. Ja, das hat eine Viper so an sich. Sogar bei ob ich halt kein Lenkrad habe, weil ich halt einen Controller habe, ich ja eigentlich keinen Tippen. Da würde ich vielleicht mal manuell mal probieren, aber muss ich mal ein bisschen immer üben. Ja, das muss man üben, aber es lohnt sich bei vielen Autos. Ja, so ungefähr 90% des Flugparts. Lohnt sich das? Ja, nachdem man es kann, genau. Ja, logischerweise. Aber manchmal ist halt auch einfach so, dass man gar nicht üben muss und es lohnt sich trotzdem schon. Tschüss, Diebster! Ja, aber ich hab auch nur... Ach, was denn jetzt los? Nicht nochmal! Ich hab eine miese Runde hier. Das wird auch nicht so ein gutes Rennen werden. Ja, ich dachte, ich muss eine Ecke mitnehmen, um mich dann zu drehen. Deswegen. Ja, ganz nett. Was mir passiert? Bei den gleichen Fehler, ne? Okay. Ja. Geh mal hier nur weg. Naja. Du kannst gehen, Stevie. Gott, fühlt sich das alles nicht. Alter, was zum. Was sollte das denn jetzt? Ja. Hast du einen selben Fehler gemacht wie den beiden? Nö, aber meine Karre meinte plötzlich, weil ich hinten irgendwie ein bisschen auf ein Dingens kam, sich komplett querzustellen, dass ich schön gegen die Wand fahre. Ich weiß nicht, was das sollte. Und verpeilt die Abkürzung, das ist zu spät eingelenkt. Fühlt sich alles nicht so gut an, ungeübt. Trotz alledem. Boah, zu viel gedriftet. Geil. Diese Runde. Wieder da reingefahren. Das war aber eine sehr interessante Runde. Ja, die ganze Abkürzung war irgendwie scheiße. Nicht Abkürzung, die ganze Passage. Ja, da war Pony wieder weg.
Man war echt mit dem Hacken teilweise aufpassen. Das würde dann doch gerne mal kommen. Ja, vor allem in dieser Kuhle da. Echt? Da dachte ich, ging's eigentlich. Ja, wenn man in diese eine Kuhle fährt da. Oder ich meine... Nein! Wow! Ja, doch. Oh, das war... Das war nicht der. Hallo Stevie, da bin ich wieder. Okay, kurzfristig eingebildet, dass du wieder eine Kirche gewinnen willst, wäre gerade beschwert, aber war es ja gar nicht. Nein, du befeindigst. Noch ja. Nicht. Vielleicht irgendwann. Kirche und Diebstahl hören sich auch richtig gleich an. Okay. Nein. Das waren einfach Diebens Wunschträume. Ja, die kommen halt manchmal so durch, ne? Hey, drei Runden und dreimal Freitag in die Wand rein, kann doch nicht wahr sein. Na, so wirst du mich aber kriegen, Stevie. Komm her! Ich will nicht gerne Eddie reinschneiden. Was willst du machen? Ich will nicht gerne Eddie reinschneiden. Dein Sound, also deine Sprache von wegen. Bist du langsam oder reifen und so? Naja. Aua. Mittlerweile habe ich die Viper verstanden auf dieser Strecke. Nein, Karre, Mann! Die will noch nicht. Ich verstehe manchmal nicht die Karre nichts. Ey, komm, ich drehe mich jetzt weg, ist geil. du hast was hinter mir. What the fuck? Man denkt, du hast den Sprung, der anscheinend auch noch gut war, okay. Ja, jetzt fahre ich dir mal in der Sicht rum, siehst du mal, wie das ist. Ich sehe ganz gut eigentlich, nur ein Auto geht. Boah, was seid ihr denn, ey? Auf Kalypso-Kurs. Ich hoffe, ich bin's auch. Hast du in der Cheat Engine die Haken dran gemacht? Nee, hab ich vergessen, deswegen bin ich so weit hinten. Ja. Oh, Cheat Engine, aber. Ich hab diesmal die Ghost-Punkt-Bug gestartet, ne? Ja, das ist auch richtig so. Ja. Also. Ghost-Punkt-Bug? Liegt diesmal echt an mir. Auto, bist du doch ein Flugzeug. Hier ist doch nicht so schön, hier kommt viel zu schön. Hier würde ich das ganz gerne wegfahren. Meine Waffe hielt eben was wie die Viper aus der gleichnamigen TV-Serie. Die flog rum. Oh Gott, was mache ich? Jedes Mal bin ich blind bei der Einfahrt. Steht hier im Weg rum? Nee, das war. Aber es ist irgendwie zwei Runden selber ein bisschen blind drauf von Wurst. Das ist auch nicht. Meine werden, klar. Oh Gott, das ist ja. Ja, wir nehmen uns aber auch nicht viel hier auf der Strecke, ne? Solange alles klappt nicht. Und wenn es dann irgendwo ins Rutschen gerät oder sowas, dann halt schon.
kleiner Winkel. Diese eine Kurve mag ich ja sowieso nicht. Nein, nein, nein. Och, was sollte denn der Crash jetzt? Und warum ziehst du rum? Ich hab den, Monster noch zu gut. Ja, gut, komm, wollen wir uns jetzt überall drehen oder was ist das jetzt hier auf einmal? Meine Fresse, ey. Ah, Kerstin, okay, fällt mir davon, das gefällt mir gar nicht. Ich konnte aber lange mithalten. Ja. Boah, ich glaub's nicht. Ey, was ist denn das? Boah, jetzt ist aber Kirsche on fire gerade. Ja, gerade läuft's. Ey, ich fahr durch diese Fußgängerpassage da in dieser Stadt und dann lande ich auf einmal in so einer Seitengasse. Ja, ist richtig. Das ist die Hauptstrecke quasi. Ja, fahr ich dann lang. Oh, das ist die Hauptstrecke mit der Abkürzung verbunden. Da gibt es quasi einen kleinen Weg, wo man lang kann. Wenn man da ungeschickt aneckt, dann parkt man da einfach ein. Ja, genau. Gut zu wissen. So häufig. Alter, irgendwie kriegt diese Kurve hier nie. Diesmal die mag ich die Kurve. Ja, habe ich vorhin schon gesehen, aber ich habe die noch nicht einmal sinnvoll genommen, glaube ich. Bist du den dritten runtergeschaltet bei der Kurve oder den vierten nur? Ja, der dritte. Ja, ich bin im vierten geblieben. Bei der Kletters, ob du die Kurve mal enger nehmen konntest. Und dann am Exit wieder den vierten direkt rein, damit ich nicht während der Runterfahrt schalten muss. Jetzt geht da eh Backup beschleunigen, reicht auf. Naja, mit der Idee war ich im vierten geblieben, aber dafür was beim Bremsen halt irgendwie scheiße, schätze ich. Ach Gott, ey, nicht einfach. Warum machst du einen auf Hook im TRR und bei IP-Launch, dann bist du irgendwo hinten und dann ist Hook bei vorne? Die haben bestimmt einen Deal untereinander am Laufen. Nee, es ist einfach ein völlig anderer Spielmodus sozusagen. Ne? Hier sind viel mehr Runden, also versucht man weniger zu crashen. Im IP-Launch crash ich viel häufiger einfach. Zum einen halt eben, weil es nur zwei Runden sind, also alles oder nichts, und zum anderen, weil es halt eben nicht geübt ist. Ja, hier war ich halt vorsichtiger und crash dafür nicht. Oder weniger zumindest. Perfekt, das V6D. Ich denke, nein, ich hab da nur meine Nase gekratzt. Nicht geübt. So, doch, wie gesagt, 18 Uhr habe ich angefangen heute. Ach, du hast geübt. Ah, scheiße. Ja, gut. Hat er okay, Kirsch ist disqualifiziert. Was? Durfte man nicht üben? Das wusste ich nicht. Habe ich geübt gesagt? Ich meinte, ich habe mir den HTML mal angeguckt. Dennis, spannst du den bitte gleich vom HP2-Server? Danke. Ach, das war ja mieses Rennen. Den möchte ich nicht mehr auf dem Server sehen jetzt. Einzige Highlight war der perfekte V6 in der letzten Runde. Jemand gefahren und dann so Deck weitergefahren. Dem auch immer diese Viper hier vor mir gehört, die friert, die zittert. Das war ich gar nicht. Dem gehört diese Viper, die hier friert. Die gelbe ganz an der Brüstung rechts am Rand, also rechts in Fahrtrichtung am Rand. Der Sieger! Wie sieht die Runde aus? Oh! 2,9, ey, 3 Sekunden langsamer.
Alter, geile Rundenzeit-Kirsche, holy shit. Und die letzte war halt irgendwie so ein kleiner Rutscher drin. Die war die erste Hälfte auch echt gut, aber danach war es halt ja. Langsamer als den anderen beiden. Gott. So, Rennen 3. Das war richtig schlecht. Das war mit dem Star, glaube ich, ne? Ja. Deepstar, genau. Dem Slowstar. Was? Der Opel Deepstar? Man hat nach mir ein eigenes Auto benannt. Müsste man mal umbenennen, so. Ja. So, ja, dann ist Speed, aber ich weiß nicht, ob der da ist, weil er sein Mikrofon aus hat. Kein Braun, schade. Ach, das ist Muted Beat. Ja, ist er. Oh ja. Solange der scheint wohl nicht da zu sein. Dann ist es auch AFK Pete. TeamSpeak Pete ist AFK Pete. Ach ja. Sonst ist doch immer Tomete, der zwischendurch weg muss. Ja, Pete wird jetzt wohl auch. Der übernimmt jetzt Tometes Job. Irgendwer muss es machen. Ist es dann Tomete, Pete? Oh Mann. Pete! Also Mann. Ich erinnere mich an diesen NF4S4-Renntag, wo wir uns alle denselben Namen gegeben haben. Irgendwie habe ich gerade Hunger auf ein Eis. Oh, ich nehme auch eins. Ein schönes Mövenpick-Eis, das wär's jetzt. Kommst du jetzt auch einmal darauf? Wieso denn unbedingt Mövenpick? Ja. Wie kommst du da auf ich einmal drauf? Ich versuche gerade auch den Zusammenhang zu Tomate. Das Mövenpick-Mango-Eis, das würde ich jetzt gerne essen. Ach, du dachtest, du willst ein Tomateneis. Ja, ich habe eben gerade auch irgendwie den Bezug zu Tomate gesucht, der ganze Zeit. Weil ich habe dann noch so ein schönes Mövenpick-Mango-Eis in der Truhe. Ja, kannst du ja gerade holen, wie es aussieht. Dann sag es Pete, dass der mal wieder aufkreuzen soll. Kannst du ja gerade. Wenn der noch ein bisschen länger braucht, dann hole ich das mich gleich aus der Truhe und esse das erstmal auf. Geht doch, wähl die Karre aus, Alter. Ist der Slowstar. Also doch kein Mövenpick-Eis essen, schade. Der Slowstar, oder wie? Ist der Slowstar, ja. Der Slowstar. Nach dem vierten Rennen kannst du mal kurz eine Halbzeit einlegen. Der Popel-Slowstar. So, Dennis, genau, Kirsche. Anwesend. Achso, Perfekt. Ja. So, Lenkrad-Check. Passt. Du meinst Profiler-Check. Ja. Naja, oh, diese Geschwindigkeit. Genieße sie. Wir haben im Nachhinein nochmal irgendwann. Wir haben die irgendwann nochmal später in 8 Runden. Ja, aber in 8 Runden, ne? Willst du? Warte, ja. Der Opel Slowstar. Ja, der Name trügt voll irgendwie. Ja, es sind da relativ zu was halt, ne? Der Wille war da. Relativ zur Rennpappe. Wir nennen ihn Speedster, dann ist er vielleicht schneller, als wir ihn rausbringen. Und wir sagen es mal so, unser Master 6 schafft die Geschwindigkeit auch von dem, also. So schnell ist der jetzt. Hört nicht auf, in mein Sichtfeld bei der Abkürzung zu fahren, sonst fahre ich irgendwo gegen. Hallo? Abkürzung, alle überholen mich, ist der Wahnsinn. In der Abkürzung. In der Abkürzung, wo ist die Logik dahinter? Ist die Ausnahme so, ja. Da war es keine Abkürzung, ne? Naja, doch. Wenn der Ausnahme gefahren ist, ist er noch langsamer gewesen. Klingt auch eher wie von einem kleinen Wagen. Ja, da ist ihm das Budget ausgegangen. Ach, das ist doch die von XKR, Need for Speed 4. Ist das keine Ahnung. Merke ich gerade. Ja, ja. Weiß schon.
Du kennst da die Hupen auswendig, ja? Ja, das höre ich sofort. Kannst du auch nachsingen im Zweifelsfall. Ja, zumindest auf dem Klavier noch spielen, das geht schon. Jetzt Klavier? Ja, also ich bin ja Klavierbauer. Der baut die vorher noch. Ja, genau. Dann bauen wir mal ein Klav 5. Boah, das ist... Der Witz ist alt, ich echt, weiß. Ich glaube, ich habe den noch nie gehört. Jetzt auch? Free, high five me. Heißes Rennen mit der Kirche schon wieder hier. Alter, ich gebe Vollgas und werde von Pete überholt, wenn ich Vollgas gebe. Dann lenk wenig. Ja. Ach, wieso kommst du da jetzt nicht rum? Von ich dein Ernst, Auto. Pete, bleib stehen. Oh. Ja. War wirklich keine gute Idee. Aber. Oh nein. Oh, ich war mir nicht sicher, irgendwie. Nee, außenrum war es schon sinnvoll, aber ich wollte was riskieren, weil das war sowieso verkackt, weil ich da in die Wand gefahren bin. Ich dachte nämlich auch, ich glaube, es macht keinen großen Unterschied, nur wow, innen ist risikoreicher. Ja, Pete, ich bin kurz vor Pete und er überholt direkt sofort wieder. Also das gegen die Wand fahren. Guck mal, Pete, haben wir irgendwie einen Kampf? Funktioniert dein Gaspedal? Ja, Gitter geworden. Immerhin. Mann. Ah, schade. Mann, ich vorletzter. Immerhin. Zwischen Pete und mir war ein Kampf. Oh, das ist dumme Fehler. Schau dir mal die Zeit an. Deswegen, ja. Ja, das war echt knapp hier. Da würde ich ihn dann doch ziehen lassen müssen. Das ärgert mich. So, die nächste Karre ist... Porsche Carrera. Die Carrera Gitt. 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 Ah. Jetzt ist schon den Gitt. Ja, das ist Gitt Hub. Carrera Bahn. Der Porsche Carrera. Da fehlt eine Carrera Bahn dafür. Ja, dann bauen wir eine. So, eine Carrera, jawohl. Carrera Git. Mhm. Das ist, glaube ich, so eine Strecke, wo sich manuell lohnt, weil man da quasi nur in zwei Gängen fährt. Ah, Alpentrail, Carrera. Wir fahren den mal. Natürlich fahren wir den in Pink. Was sonst? Jetzt komme ja ich, ne? Nee, du kommst jetzt dran. Natürlich fahr ich in den Pink, was denn sonst. Jetzt mach Pete! Also eigentlich muss ich dem Pete sagen, dass er nicht dran ist, sondern der HP2 Pete dran ist. Stimmt! Scheiße. Mist, wo ist eigentlich HP2 Pete? Der ist nicht im Teamspeak. Der ist leider nicht im Teamspeak, da bin nur ich. Das ist kompliziert. Ja, Teamspeak Pete, und warum bist du nicht auf dem Server? Der HP2 Pete fährt doch für mich das. Und ich dachte vorhin, Stevie wäre schizophren mit seinem RP-Zweitleben, aber Pete hat ja... Oh Gott, oh Gott. So, Kacke ruhig. Oh, jetzt geht's aber ab hier. Ja, danach fahren wir nochmal den Slowstar. Ist ja mal wieder ein Rennen, wo ich wieder... Okay. Danach fahren wir nochmal den Slowstar. Ich meine, das heißt, Mann. Ja, fahr ja mir vorbei. Nee, nicht alle. Hallo Wanz! Ach man, ey, ich kann. Das wird auch nicht mal in die Kurve da. Dreimal nach links, das war richtig. Das ist mir meine Lieblingskurve hier, wo ich wieder vor dem Stein fahre. Dankeschön. Ach, ey, bin ich doch voll, Vorletzter. Und jetzt Stevie hat mich überholt. Tut mir leid. Das ist minimale Rutschen, schon ist er das da, ne? War so minimal gerutscht, ne? Und er kommt. Och nee, ey. Diese scheiß Barrieren.
Ja, der Tipp ist nicht gegenfahren. Ja, habe ich morgen gehört. Auch, ey. Aber da hält jetzt, die Barriere hält die manchmal nicht dran, ne? Ja. Ja. Weil. Bei mir es auch gehört immer zwei dazu. Ja, eben, genau. Also, die Kurve ist ja heute echt top, mein Freund hier, die eine, also. Da läuft gar nicht wieder viel zusammen. Ah, diesmal nicht Quatsch, sehr schön. Sehr merkwürdiger Winkel, den ich da gefahren bin. Boah, mag ich nicht mehr in dem Fall, Mann. Toll, wenn du das. Kann man Stevie irgendwie mal näher geht? Naja. Nee, klingt ja nicht so, okay. Ich hätte gern Dreikampfmeister hier hinten. Aber Stevie bestimmt nicht. Ich hab hier nee, meine, immer eine an. Kirsche hinterherfahrt. Oh ja, da bin ich auch wieder abgeflogen. Oh. Eine Kirsche hinterherfahrt hab ich hier. Das immer. Rennen wird wieder nix. Ich sichere die Strecke vor dir. Ja, Mist geht los. Boah. Was war das denn, ey? Langsamer hätte ich den Anteil jetzt ja auch nicht fahren okay, können. Okay, jetzt. Ich hab mich jetzt wie ihr rankommt! Ich fahre schon gut und trotzdem kommt da jemand ran. Bei mir geht jetzt gar nichts mehr. Kein Controller hat sich disconnected. Ja, danke schön. Oh. Ich kann nicht mehr mit der Tour fahren. Ja, so wie ich ja. Dann müsst du das Rennen neu starten. Ich kann nicht mehr mit der Tour fahren. Das macht er nicht mehr. Dann wird echt jetzt? Nicht ja? Terminieren. Ich kann nicht mehr wechseln. Nee, da kannst du nur im Menü, in Optionen. Aber Witz ist, mein Auto beschleunigt die ganze Zeit. Also. Ja, solange. Der Wille ist da. Ich kann nur nicht mehr lenken, aber ich kann nur beschleunigen die ganze Zeit. Der Wille ist schon mal da. Die Frage ist nur, warum hat der disconnected? Da weiß ich nicht. Alter, ich geb Vollgas und Pete kommt immer näher. Ja, das klingt doch gut. Hauptsache sowas passiert. Ein gutes Zeichen. Grafik-Glitches. Aber ich hänge hier von der Wand und komme nicht mehr weiter. Hauptsache das Ding disconnected hier mal nice ist, ey. Ich kann ihn mal wie Sepp Klopp nehmen, weil ich auch Controller habe. Aber nice wollte ich ja eh nicht, wollte nur HP2 fahren, ne? Was war doch da? Ich mach mir gerade so leichte Sorgen. Ich krieg zwischen nicht gerade auf Dark so leichte Grafik-Glitches im Grid. Okay. Oh weia. Ja. Das stimmt noch nicht DirectX. Dann gehe ich mal kurz vom Server raus. Dann ist das Rennen halt nicht gewertet. Ne, auch nicht schlimm. Ja, fahr ich ohne Rennen, ohne Wertung mit. Hier kannst du sowieso nur mit DirectX fahren. Du meinst nur DGWT oder ohne DGWT, aber DGWT kann ja auch DirectX werten. Ja. Ja, ich blick da nicht so ganz durch. Jetzt ist aber erstmal wieder alles okay. Vielleicht mag da irgendein Kitzel im Sommer Hitze nicht so gerne gerade. Warum auch immer. Also, hey, ist ich habe so warm. Gute Kühler in meiner Grafikkarte. Ja. Aber, nee, also, ja. Ich find, bei High Stakes funktioniert die Chibudo echt schlecht. Was eine andere Erfahrung habe ich noch nicht gemacht. Wieso? Ich nutze bei HSTX, Ja, das ist nicht smooth, da darf man recht, das ist echt nicht smooth, aber
Also ich meine, Budo ist schon besser als N-Glide, aber... Das Problem ist dieser 60 FPS-Cap, der von Gleittreiber erzwungen wird, und N-Glide kriegt das irgendwie umgangen, aber die G-Budo eben halt bisher nicht. Wie Diebster mit Absicht den Server verlässt, damit ich Letzter bin, ne? Das ist so dreist. Ja, aber wenn er den nicht terminiert kann, ist das scheiße. Übrigens, die Grafik-Glitches sind jetzt wieder weg. Ja, ich fange ganz weiter rum. Aber Dennis, du wirst sie in der Aura, du wirst sie im Video ja sehen. Ja, wenn ich die im Video sehen kann, dann kann ich dir sagen, ob das irgendwie grafisch ist. Ich hoffe, du wirst sie. Nein! Wieso drehst du dich jetzt kurz vor Start und Ziel? Alter, ich sehe dich da parken. Auf der Karte gerade so im Fenster. Also ich hoffe, du siehst sie im Video, Ja, weil was ein Frontbuffer ist, muss ja nicht unbedingt auch in Glückwunsch, du bist in der Aufnahme gelandet sein. Muss ich später mal prüfen. Guck mal, Hauptsache ich bin ernsthaft letzt. Aber irgendwie haben wir das jetzt die ganze Zeit fast hier. Viele Wertungen. Immer ist irgendeiner nicht in der Wertungszahl drin. Das muss auch bei mir nicht berücksichtigt werden. Das Rennen ist doch egal. Der ist das nicht zu schlagen, Nur Scheiße für die Aufnahme und mal gucken, was ich da mache. Obwohl, die Rundzeit von mir war für meine Verhältnisse gut, ne? Bei ASAC 1.09.00 und gefahren bin ich an dem Rennen 1.09.16, also... Hättest du nicht noch 700stel drauflegen können? Nee, du warst eh zu weit vorne. Ach, 700stel wäre noch irgendwo drin gewesen. So. Was haben wir denn jetzt? Schönes Speedster. Ach, Null. Das war das 8-Runden-Ding, laut okay. OBS habe ich Grafikglitches im Spiel, die ich nicht sehe. Wie kann OBS denn sowas sagen? Weiß ich nicht, aber egal. Du meinst Dropped Frames oder was? So. Nein, nein. Was war, ach ja, den Slowster, ne? Ja, den Popel Slowster. Oh, wie läuft's jetzt mal durch hier, Rennen? Hast du überhaupt getestet, ob's wieder geht, oder? Geht. Sollte ja wieder funktionieren jetzt. Okay. Einmal, weil der ist ja wieder an. Oh, fuck. Da wird's nicht geht, ja, muss man. Ist egal. Ich war zu schnell. Ist es egal. Oder so, ey. Nicht, dass er mich irgendwas macht. Ich war zu schnell. Ach, Mann! Ihr Auto hat nicht mehr so die Farbe. Das weiß ich nicht. Ja, wenn du zum anderen eine Farbe losfährst, das wäre ja fürchterlich. Nee, ja, weiß nicht, ob das. Du nutzt den Speedster ja auch schon mal, ne? Da musst du auch gleich Farben wie damals. So, nur aber. Das ist ja schnell nochmal umgeändert. Das ist ja nun nicht das Problem. Und dann starten. Achso, Lenkrad-Check. Ja. So, Start-Race. Ja, aber so gesehen ist es schon sehr entspannt, dass hier dieser Ghost Mode bei Calypso, der macht das schon entspannter. Obwohl mit dem Auto wäre es auch umgegangen. Ja. Ja, weiter mit der Tour. Also. Wie geht das oder was? Ich hab nicht mehr erkannt zu spielen, oder? Egal. Da fahr ich jetzt mit der Tour. Da bin ich jetzt Erster. Jetzt auf einmal gleich so voll der Sieger hier oder so. Ja, das wird jetzt ganz, ganz miserabel. Jetzt kommt der Cache schon gleich durch. Was ist denn das? Ja, ich würde mal richtig gut nehmen. Kieten kriegen wir ja wohl, ne? Ja, bestimmt. Es ist immer nur so die Anfangsphase. Hilfe, Hilfe! Ha! Gut, noch gerettet gekriegt. Den rotes Auto, das gefällt mir nicht. Rot ist immer unschön. Okay, Kirsche probiert. Das erinnert mich an so ein Obst irgendwie. So ein bestimmtes. Na, du kommst aber gut durch. Ich wollte gerade fragen, hat das gebracht oder nicht? Weil es lässt sich alleine so unglaublich schwer vergleichen. Na, ich glaube, das hat jetzt so zwei Wagenlängen dann doch gebracht. Wenn nicht sogar ein paar mehr. Na, wenn nicht sogar noch ein paar mehr. Anderen Gang. Der war gerade nicht der richtige. Oh Gott, fertig krieg ich heute kein einziges Rennen, wie es aussieht. Schade. Naja. Oh Gott.
Letztendlich alles eine Frage der Fehler. Ich musste da hinrutschen, natürlich. Wenn die Automatik bei dem nicht so kompletter Murks wäre, würde ich den lieber Automatik fahren, weil ich mag die Schaltung von dem einfach nicht. Aber mit Automatik, da zieht man sich ja komplett ins Aus bei diesen Autos. Sagt er, während fast alle Automatik fahren. Ja. Ja gut. Ja, an sich, ne, und so. Also ich weiß gar nicht, was ihr meint, also. Guck auf deinen Start, auf deine Platzierung. Nee, aber du hast ja auch Tastatur, ne? Tastatur und manuell. Ja, wobei Tastatur kann man stark sein, aber. Ja, muss noch ein bisschen üben. Ja, aber fährt ja manuell, so gesehen. Naja, das außerdem. Also da muss noch ein bisschen Übung her, Pete. Ja, auf jeden Fall. Warte, ich muss mal kurz das sagen, was Dennis normalerweise sagen würde. Kauf dir ein Lenkrad! Ja, hätte ich gerade auch gerne. Das war so. Das wird Pete jetzt aber in diesem Spiel auch nicht plötzlich drei Plätze nach vorne spielen. Mann! Ja, wahrscheinlich drei Plätze nach hinten eher. So wie bei, ich hab's mal bei Need for Speed 3 probiert. Weil HP2 lässt sich ziemlich gut mit Tastatur fahren, aber es holt halt noch ein bisschen mehr raus, eben halt, wenn man mit Lenkrad fährt. Auf den Waldstrecken mit Klasse 1 kannst du eine Sekunde pro Runde holen. Aber bei den anderen Strecken ist es nicht ganz so crazy. Hätte ich nicht gedacht. Also ja, ich dachte, Perse 2 ist ziemlich tastaturfreundlich. Ja, aber es sind halt speziell, die Waldstrecken haben diese langgezogenen Kurven. Genau, und dieses Tapping kostet dich jedes Mal Speed. Echt jetzt? Okay. Ja, klar. Wegen der Physik. Weil jede Lenkbewegung, die du halt machst, ist dir bestimmt schon aufgefallen, geht deine Speed runter. Und da du langgezogene Kurven ja nicht mit einem konstanten Lenkeinschlag fahren kannst, zwangsläufig, musst du da ja tappen. Ja, und das ist aber das, was dir eben halt die ganze Rundenzeit zerstört. Ja, okay. Wahrscheinlich in vielen Spielen so. Ja, also sollte zumindest so sein, weil in Wirklichkeit ist es halt so. Ja. Ob es so umgesetzt ist, ist eine andere Frage, aber. Ja, es gibt ja auch so gewisse Spiele wie Need for Speed 4, da gelten andere Physikgesetze, aber. Ja, genau. Willst du noch ein anderes Need for Speed sagen? Das ist genau andersrum. Wo die Physikgesetze noch anders sind? Underground 2, fahr mal die Wand. Ja. Scheißegal. Das ist auch sehr spannend, ja. Ja, wenn es da so so Nitro-Wände gäbe, so wie es bei High Stakes Nitro-Bügel gibt. Genau. Ja, aber die sind ja zumindest fahren. Man muss aber dazu sagen, Underground 2 hat dafür aber Nitro. Ja, sogar echt, also genau, so richtiges Nitro, nicht nur. Nicht nur so Hügel-Nitro. Nicht nur durch Backe vom Berg. Vom Berg Nitro, wer würde da kein Nitro zünden? Also ich weiß, ich bin die Abkürzung nicht gefahren, da musst du mir nicht sagen, ich hab's übersehen. Ich wollte dir auch nicht sagen, du hast es sicherlich selber gesehen. Es war gut, dass mir eine Chance gibt, hier mitzufahren. Ja, die würdest du sowieso kriegen, also. Naja, bist du da natürlich so miserabel in deinen Spielen. Ich wäre nicht noch bei. Lenkrad wäre. Kirsche fährt sein eigenes Rennen. Ja, Gott ist irgendwie. Also, ich weiß nicht, ob ich dich wirklich überholen werde. Kann ich doch nicht sagen. Wir sind erst bei der dritten Runde, also. Naja, aber. Ja, aber auch in einer dritten Runde bildet sich eine Tendenz. Bei 8 Runden insgesamt? Bin ich mir nicht sicher. Na. Leider bei uns beiden schon. Ja, ihr seid mir shit egal. Weil der Spielraum bei Fehler ist halt bei uns leider zu dünn. Das ist mir sowas von relativ, wie es bei euch da vorne ist. Ich komme sowieso nicht an euch dran. Warum bin ich nicht im dritten hier? Aber du wüsstest, wie gut die Luft hier vorne ist. Ja, nicht so popelig. Naja, in der ersten Runde war sie noch gut, aber. Inzwischen merkt man schon die ganzen Abgase.
trag eine Maske, wenn dich das so stört. Aber die filtert leider nicht den Geruch raus. Na doch, das macht sie schon einigermaßen auch. Also mir ist aufgefallen, gegen Zigarettenrauch hilft die Corona-Maske schon ein bisschen. Wirklich? Das ist keine Corona-Maske, das ist eine ganz normale Maske. Die müssen wir während der Corona-Zeit tragen, aber egal. Das ist ein Sauerstoff. Ach, nennen wir den doch einfach Sauerstofffilter. Bloß, Kirche, du musst dann halt bedenken, dass du wahrscheinlich ein bisschen zu fett läufst, ne? Ach, Moment, der Motor oder ich soll die Maske tragen? Ja. Sowohl als auch. Die Maske kann man auch Sauerstofffilter nennen oder auch CO2-Auffangkorb. Das könnte man sich aussuchen. Die eine Maske packen wir hinten am Auspuff dran und ich fahre ihn nur geradeaus, anstatt zu lenken. Und dann trägst du noch eine Maske. Also ich dachte, ich mache eine Maske an den Lufteinlass dran und tränke die Folie in Bremsenreiniger. Ja, genau. Geh ich so ab wie ein geölter Blitz. Was soll ich denn hier so falsch machen, dass du so davon ziehst? Ich verstehe das nicht. Vierte Runde. Diebstahl mich überholt. Ja, ich wollte das gerne verstehen. Wie lange das Mann ist. Aber ich verstehe es nicht. Ja, ist auch gut so. Nee, ich finde das ziemlich scheiße. Wenn du stehen würdest, würdest du mir nachher noch vorwegfahren. Ja, das würde ich ja auch gerne tun. Aber nächste Woche ist ja wieder Nice 2. Ja, da verstehe ich dann nicht. Obwohl, da bist du ja auch gut, wenn du, deine Crashes sind da halt zu viel. Sonst wärst du da gut. Ich sag's mal so, wenn du das Nice 2 Renntag-Programm erst am Samstag postest, bin ich ziemlich schlecht. Nee, das poste ich diesmal früh. Das darf nicht sein, dass das alles so spät ist. Er postet es diesmal nicht am Samstag. Er sagte, er postet am Sonntag. Früh. Nee, er postet es früh, also am Freitag. Eine Minute vor Rente. Eine Minute vor Rente! Und der Einzige, der schon mal alles weiß, ist Dennis, der hat kurz geübt und postet es dann. Ja, genau, den Plan habe ich schon Montag fertig, aber gepostet eine Minute vom Rente. Ja, genau. Und ich habe natürlich dann die ganzen Setups alles schon mit ihr mehr. Ich habe sowieso nie irgendwelche Setups. Ja, Heimvorteil. Na gut, dafür kann ich ja nicht. Nice 2 habe ich eigentlich immer spätestens Mittwoch gepostet, da hätte man Setups machen können. Wow, was brauche ich hier für ein Bullshit? Weiß ich nicht. Warum fahre ich das in die Laptop nicht rein? Die ist doch hier gut. Oh, Cash ist nicht mehr. Cash ist von meiner Map verschwunden. Hat der Nitro drin oder was? Yep. Bremsenreiniger, wie gesagt. Ey, das gibt's doch nicht. Der hat seine Bremsen geölt. Ja. Die habe ich ausgebaut, unnötiges Gewicht. Da muss man sich ja hinterfragen, ob er das gleiche Auto überhaupt fährt. Oh. Wir haben noch den Diablo, oder? Jetzt habe ich einen dicken Fehler gerissen. Warum auch immer. Wie kann man mit dem Auto einen Fehler bauen, der von einer solchen Stärke? Ich verstehe es nicht. Aber jetzt bist du ganz weg dadurch. Motivier mich nicht. Das nochmal von vorne den Satz. Ciao, Diebster. Jo. Und ciao, in welche Richtung? Nein, ach so, kann weil ich ja er gucken. Weg ist, nicht mehr auf meiner Karte ist. Ich dachte nur, Keith, die deine Karte, die hat doch bestimmt Aliasing zu sehen, oder? In den Kurven und so. Sehe ich jetzt nicht direkt, aber habe ich bestimmt so eingestellt, ja. Naja, der Treppeneffekt, der wird doch sicherlich auf deiner Karte zu sehen sein. Bei der weißen Linie. Eigentlich nicht, also. Was hast du denn für eine Auflösung? Ja, ich habe hier. Meine Spiegel eingestellt. Also entweder habe ich 1600 mal 1200 oder ich habe halt die Auflösung von meinem Bildschirm. Ja, aber wenn die hoch genug ist, dann siehst du das auch nicht mehr so gut. Nee, aber Aliasing hat der bestimmt. Na doch, der muss Aliasing, der Spiel hatte sogar Aliasing 265 mal 1600.
Du sollst da kein Aliasing sehen. Nee, also diesen Effekt, dass es das nicht hat, meine ich. Also Anti-Aliasing. Genau, das Anti-Aliasing, das meine ich. Hat deine Karte Treppen oder was? Sorry, oder die hat Anti-Aliasing mal 8 oder so, keine Ahnung. Achso, deine Grafikkarte meinst du? Ja, ja. Er meinte die Karte, die im Spiel eingeblendet wird. Das Ding, wo da die weiße Linie und dein Auto drauf und eventuell noch andere. Ja. Ruhe, komm. Nein, nein, Ruhe, ach so, komm. Ob du da Treppen sehen kannst oder nicht. Ja. Ja, so ganz leicht. Jetzt endlich. Jetzt will er sagen, das hättest du nicht, wenn du DG Voodoo benutzen würdest. Genau. Ja, aber das hängt doch auf die Grafikkarteneinstellung ab. Ja, genau, du musst halt aktivieren. Wer macht DG Voodoo ja auch gar nicht. Aber HP2 aktiviert halt eben nicht. Deine Grafikkarte kann das, keine Frage. Naja, das habe ich immer an. Nee, das Spiel macht das nicht an. Wie? Ich glaube nicht, dass es an ist. Aber du kannst es schon in Grafikkarte. Ah, okay, du könntest es im Treiber anmachen, aber dann dürfst du keine Kanten, keine Treppen mehr sehen. Ja, aber. Nee, die werden schon, glaube ich, so gut wie es geht halt weggemacht. Also ich sehe keinerlei Anzeichen von Treppchen. Ja, ich schon. Dann ist bei dir was schlechter. Oder er hat bessere Augen. Also ich habe GTX 960, also die ist jetzt, glaube ich, nicht so gut. Ja, aber ich weiß nicht, ob direkt X8 schon Multisample Anti-Aliasing konnte. Das bezweifle ich ein bisschen. Also was ich auch merke, ist, wenn ich einen High-Stakes DirectX benutze, habe ich diesen Treppeneffekt in der Map ganz arg. Bei N-Glide habe ich das natürlich nicht. Wobei es mich wundert, dass die Grafikkarte das nicht macht. Was du aber auf jeden Fall bei dem Spiel nur hast, ist vierfache anisotropische Filterung und das kriegst du auch nicht der Engine beigebracht, wenn du einfach die Grafiker durchziehst. Da brauchst du dann schon die Gewürze für. Und das macht auch einen massiven Unterschied. Ja, so oder so, es lohnt sich auf jeden Fall und es ist irgendwie keine echte Kunst, das einzurichten. Ja, ich habe immer so ein bisschen Angst vor. Du hast dann die Auflösungswechsel zwischen Menü und Ingame nicht mehr. Das ist echt so der Hauptvorteil, also wenn du zwei Bildschirme hast zumindest. Ja, generell finde ich das blöd, wenn die Auflösung ständig wechselt auf nur ein oder zwei Bildschirme. Ich mag das eigentlich nicht so gerne. Und wenn man aufnimmt, mag ich das erst recht nicht. Und mit DGW das ist eine einheitliche Auflösung eben halt. Ja, das. In High-Stakes habe ich gern DirectX, weil es halt mehr DPI hat. Du kannst doch einfach N-Glide nehmen, da hast du die gleiche Performance. Ah, nicht so ganz. Ist bisschen unterschiedlich, aber ja, ja. N-Glide ist schon ziemlich gut. Nee, N-Glide ist auch uncapped, da dürfte eigentlich kein Unterschied sein. Nee, es geht um Latenz. Also mir geht es immer nur um Latenz eigentlich. Bei Voodoo habe ich halt extrem, also wie wenn ich V-Sync anhabe, glaube ich. Ja, aber das ist bei mir ganz schlimm. Aber bei DG Voodoo im Glide-Modus nur. Nee, also weiß ich jetzt nicht. Ich verstehe es auch nicht so ganz. Ja, natürlich im Glide-Modus nur, weil da diesen 60 FPS Cap gibt und so, und das mag Need for Speed 4 wiederum nicht. Wenn Need for Speed 4 auf 64 FPS läuft, dass die uncapped FPS von dem Spiel ist. Dann läuft das flüssig, egal ob der X oder N gleich. Boah, ja gut, ich weiß nicht, ob man einen Bildschirm 64 FPS hat. Nein. Ich glaube, der hat nur 60. Darum geht's doch überhaupt, geht doch gar nicht um dein Bildschirm überhaupt nicht. Die Engine mag das nicht, wenn die auf 60 FPS gelimitet wird. Und das passiert durch DG Voodoo's Glide-Modus, weil der Glide-Treiber, der schlägt 60 FPS vor. Und DG Voodoo, das ist im Gang, aber in Gleichzeit schon. Okay. Aber Need for Speed 4 läuft am besten, wenn es eben halt auf 64 FPS läuft, weil das ist das Frame Limit von Need for Speed 4 eben halt normalerweise ist und nicht 60. Und das Spiel läuft dadurch dann deutlich smoother. Ja, dann darf nur keine Latenz drin sein. Latenz ist eigentlich egal, das, oder? Das hat doch mit der Latenz überhaupt nichts zu tun. Ich merke das halt immer. Das ist halt uns muss wegen dem FPS Cap eben halt. Kann halt viel besser fahren, wenn ich DirectX benutze. Wenn du
DG Voodoo auf DirectX umstellst und dass du das so ankappt, dass das gleiche Ergebnis, oder auch wenn du Endlife benutzt, das auch das gleiche Ergebnis. Ach, da bin ich dann nicht. Ich weiß nicht. Reingefahren. Also mit DG Voodoo kann man schon richtig was falsch einstellen. Ja, das sagt er ja, dass das mit dem Gleit, also dieses Problem hat, was du beschrieben hast, und mit DirectX halt eben nicht. Noch was aber nicht an DG Voodoo liegt, sondern an Gleit, sondern an Gleit versus DirectX in dem Fall. Aber die Voodoo kann ja beides, ne? Dann nimm halt eben die DirectX DLLs. Ja. Ich weiß gar nicht, welche ich genommen habe. Gleit. Garantiert Gleit. Geht noch von aus. Ja, das schaue ich mir nochmal irgendwie an. Wobei, der Fans bei Rennspielen ist doch egal. Ich meine, du kennst doch die Strecke, nee. Du weißt doch, wo es lang geht. Du musst doch nicht erst reagieren, mach's doch vorher schon. Nee, das funktioniert bei High-Stakes nicht. High-Stakes funktioniert sowieso. Ich finde, Latenz ist echt. Weißt du, ich könnte echt in 640 mal 480 spielen, wenn ich dann keine Latenz hätte, aber Latenz ist echt eines der miesesten Dinge im Gaming, finde ich. Ja, dann kennst du die Strecke noch nicht auswendig. Wie viel Herz hat dein Monitor eigentlich? Dann solltest du den auch machen. Auch ein möglichst hohes Herz haben. Keine Ahnung, 60 oder so. Ja, alle ja haben toll! Dann ja, redet toll. Ihr von, der von Latenzen. Nee. Ich weiß nur, dass DirectX für HighSix am besten funktioniert, auch wenn es laggt. Endlight auch. Nur die, ja, nur die neue Version, nur die neue Version. Damals war das keine Option für mich, auch wenn es viel besser aussieht und viel flüssiger läuft. Weil es einfach anders ist vom Fahren her. Das Spiel ist eh komisch. Komische Engine, komische Physik. Einfach nur ein sehr komisches Spiel. Ich hab's früher auch mal mehr gemocht, aber ich mag's irgendwie mittlerweile nicht mehr so. Nee, aber Endlight ist schon eigentlich die beste Lösung. Also man kann raus tappen. Überlebt. Das kann ich mit DG Voodoo auch. Ja, ja. Nee, das hab ich damals nicht geschafft. Also schon, aber halt nicht gut. Also man kann nicht einfach die Windows-Taste drücken. Ja, aber DG Voodoo hilft Windows 10 sehr. Glückwunsch, du hast das glaube ich, ja. Also ich habe halt Windows 10. Aber wie fährst du denn jetzt 2.11? What the fuck, Alter? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Das war echt so gute Bestzeit. Alter, wie fährt man hier jetzt 2.11? Willst du mich verarschen? War auch nur eine Runde. 2.17, ne? Nee, zwei Runden. Nur mehr drei Runden, okay. Alter, ey, das ist doch krank. Fährt man jetzt 2.11? Okay, Z8 Zeit. 2.11, ey. 2 Sekunden, wo holst du die denn noch raus? What the fuck? Das ist schon ganz schön viel. Tja, Bremsenreiniger rockt. Also das ist echt viel, du. Holy shit. BMW Z8. Kann ja schon mal Wagen wählen, ne? Ich hab jetzt das Ganze mit einer Runde nur eine Sprintstrecke. So, jetzt kann ich aber tatsächlich. Ja, schon. Eh, keine Chance mit der Natur hier. Ja, schon? Ja, ich hab nicht gesehen, dass er schon hat. Der HP2 hält das ja so ein bisschen geheim, ne? Ja, aber steht das aber oben in der Ecke, wenn da 4 Wagen ausgewählt, 5 Wagen ausgewählt, 6 Wagen ausgewählt stehen. Ja, genau, ich hätte total gucken sollen. Das ist auch der einzige Hoffnungsträger, sonst wartet man ja ewig. Bis das nee, manchmal das geht's unten zügig und manchmal den nicht. Manchmal braucht der Chat ein bisschen. Ja. Ja, genau. Und das egal bei welcher Eingabe oder egal welchem Text der unten auftaucht. Oh, 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 oh nein, und, nein, oh, nein! Okay, der bisschen, okay, der geht nicht Vollgas. Abgeflogen. Können wir bitte nochmal neu starten? Vollgas. Ja, können wir das machen? Können wir bitte nochmal neu starten? Ja, Stevie, ja, ja, was bietest du denn? Aber ich bin lieber geflogen. Also ich bin da auch voll dafür, dass wir dieses Rennen nochmal neu starten. Also ich fand es so ganz okay eigentlich. Ja, sehe ich ja irgendwie. Die Eier flippen gar nicht. Da ist das viel Mist passiert. Das müssen wir nochmal neu anfangen. Das geht nicht. Lass mich raten. Ja, am Anfang schön bei, einlenken, ne? Der Mist, genau. Der bei dir passiert ist, dass Kirche vorne ist.
stimmt's oder stimmt's? Wieso fahr ich denn hinterher, Stevie? Ja, das ist hier nicht mehr Sender. Ja, der Kirsch muss auch irgendwas passiert sein, ja. Ja, ich bin als erster hier unterwegs, was soll schon passiert sein? Ja, aber mal nach dem Unfall, den ich da gerissen habe. Ach so, dass du hier dran bist, okay, ja. Ja. Nö, eigentlich nicht. Ganz also verkackt man die Einfahrt in die Jagdgasse. Ja, da gibt's ein paar Kleinigkeiten, aber kein Crash zumindest. Na, aber ich letzter in dem Rennen. Nee, eine Güte. Will ich ja nicht unbedingt haben. Muss noch nicht sein. Aber doch, auf jeden Fall, so auf jeden Fall, ja. Ja, ist eine kurze Strecke. Aus eigener Kraft kann man dann meist nichts mehr machen. Das heißt, jetzt kommt's auf Stevie an. Jetzt kommst du auf Kirsch an, ist ja endlich mal noch ein Fehler raus. Versuche aber, es zu vermeiden. Aber wie viele soll ich darauf noch hoffen? Wenn ich auf die Karte gucke, wenn ich jetzt einen Fehler mache, bin ich, ja, du auf die Karte. In der Gegend. Ja, mache ich ja die ganze Zeit. Den HP2 kann ich das im Gegensatz zu Nice. Ja gut, die Karte ist aber auch recht im guten Blickwinkel, oder? Ja, aber es ist egal, wo das denn nice ist. Sobald ich irgendwo hingucke, schmier ich ab. Ja, oben rechts ist halt eine sehr schlechte Position von der Karte und bei nice ist sie leider oben rechts. Also der ganze Text mit den Abständen und wer vorne ist und ob ich es gefunden habe, welche Zeile ich eigentlich lesen wollte, bin ich schon längst von der Wand. Oh Gott. Oh Mann, Grutsche, was ich hier mache. Tito. Keine Chance dran zu kommen. Wie gesagt, nicht aus eigener Kraft. Du musst dich jetzt auf Stevie verlassen. Ja, wenn ich besser fahren würde, hätte ich aber auch eine Chance. Ne? Andere sind ja auch schneller als Stevie. Musst dich jetzt auf Stevie verlassen. Hey, wenn ich besser fahren würde, hätte ich trotzdem noch so einen aufholen. Ne? Hallo, aber hallo, auch nicht. Danke. Boah, ich komm jetzt nicht mehr raus, also er verlässt sich ganz auf dich, dass du... Nein, was fahr ich denn da jetzt? Sieht doch gut. Aber es reicht doch nicht, ich muss nochmal machen. Ja. Jetzt war Stevie dir einmal die Bitte nachgekommen. Nein, jetzt mach ich selber einen Fehler wieder. Oh. Aber ja, das macht's dann natürlich schwierig. Ja, das macht's dann nie einfacher. Ah, die Runde ist gleich vorbei. Mein Gott. Nicht mehr. Nee, das dauert noch ein bisschen. Kein einziges Rennen gewonnen, das gibt's gar nicht. Ich schaff das sonst wenigstens so ein, zwei Rennen zu gewinnen gegen den, aber. Ja, also bewirbt sich gerade für Kanix. Aber heute geht da gar nichts gegen Kärscher. Ja, warte ab. Das, wie gesagt, CLK, allen Outskirts habe ich extra mehr trainiert, also 6 Runden, die anderen nur 4. Aber da habe ich nicht eine einzige Runde sauber hinbekommen. Also sauber, ja, im Sinne von ohne Crash. Ja, weil das Dumme ist, ich bin ja selber nicht fehlerfrei und das ist halt scheiße. Das hilft dann auch nicht. Wer ist denn von euch hier Favorit? Da, wieder Raffenschiff. Nee, doch nicht. Favorit, worin? Ja, im Ranking hier. Ich ja, wer wohl? Der Kirschsalat natürlich. Ach so. Das war ja wohl offensichtlich, ne? Der HP2-Meister hier. Okay. Ja, der ist ein. Ja, aber. Der ist dann Ergebnis der anderen Spiel so sehr, bis der der Allround-Meister. Du fährst ja nie im Spiel gut vorne mit. Allround könnte sogar ich sein, weiß ich ja, aber sag nicht. Ich ja. Mein ich ja. Ja, stimmt. Du hast ja Nebenspiel vorne mit. Weil ich sagen muss, dass du in Highstakes schon extrem gut bist. Also, nicht so was leicht. Was ist denn heute los? Jetzt auch wirklich? Ja, außer letzte Woche habe ich halt keine Lust gehabt mehr nach dem Einrender. Was war das? Farbglitches? Nee. Ah, sollte nicht sein. Sollte nicht sein. War halt ein Scheißtag letzte Woche, da kam ich sau spät von der Arbeit und war super müde. Sollte aber nicht sein, in den Rennen.
Der Sieger. Naja, mit der Natur ist eh alles. Das Antox. Egal. Das war nix. Aber ich hab die beste Topspeed. Dann sollten wir das nochmal starten. Oh, Ravage, wir waren richtig knapp, ey. Island Outburst. Ja, ach Gott, das 7 Runden mit fast jeder rein. Du bist schnell mit deiner Armitatur. Wird auch denen nix, ey. Ah, schmerzhaft. So, das war mit Mercedes, sagt das. Okay. Welche und der Fahrt Ferrari danach fährt auch voll komisch. Oh, mit Mercedes vorwärts, da wäre der McLaren im Einzelnen war jetzt besser gewesen. Ja, massiv besser. 1000-mal besser. Mit dem Mercedes, ne, das wird ja spannend, okay. Wie gesagt, keine Runde ohne Reset bisher. Gut, jetzt werde ich vorsichtiger fahren müssen, aber trotzdem. Das ist definitiv das falsche Auto für diese Strecke. Jedes DK geht der, ja. Lenkradcheck schon mal gemacht. Ja, mehr als letzter kann ich nicht werden. Also, mehr als 6. Platz 6 ist schon cool, bin nur in den Punkten. Ja, in OBS sogar teils manchmal das Geflacker schlimmer als für mich selber. Warum auch immer. Ja. In den Buffern eben halt. Frontbuffer, Backbuffer und so. Ah, irgendwas, irgendwo, irgendwas ist bei mir heute ein bisschen weird. Keine Ahnung. Aber du wirst es sehen in der Aufnahme. Jo. Im Video. Der erste Video ja gar nicht. Doch, ich habe das gerade gesehen, dass hier im OBS sogar mehr Geflacker drin war, als bei mir selber. Keine Ahnung, ob der aktuelle 3K-Treiber einen Knacks hat oder der aktuelle Windows-Treiber. Weiß es nicht. Weil das war vorher nicht so wirklich so... Ja, ne, und so? Oh Gott. Die Karre, ne? Die passt überhaupt nicht jetzt so. Was? Das geht schon. Ah! Das geht schon. Oh Gott, da flug ja plötzlich Mercedes. Das geht eigentlich relativ gut mit dem Auto, muss ich sagen. Irgendwie merke ich gerade, ich habe glaube ich falsch. Na, frag mal Diebster, der hatte da gerade so einen Schreckmoment seines Lebens gehabt. Ja. Muss mich gerade korrigieren, es geht erstaunlich gut mit dem Auto. Nur die Rundenzeit wird nicht so schnell sein wie beim LM, aber der fährt sich gar nicht schlecht. Kann mich gar nicht beschweren. Fährt sich ziemlich smooth sogar. Ja, bisher geht's. Ich merke auch gerade, ich habe echt die falsche Richtung. What the fuck, warum fahr ich denn dagegen? Weiß ich nicht. Dann jetzt aber. Dann kann ich zumindest mal sagen, in Rückwärts war er deutlich schwieriger. Oh. Da war ich ein bisschen sehr safe hochgefahren. Mit nur 240. Sehr safe, okay. Ja, normalerweise fährt man da 270 hoch und nicht 240, aber naja, ich hatte Angst vor dem Berg. Meinst du jetzt die Abkürzung? Ja, die letzte. Den oh, Berg war da, ja. Den Berg da hoch. Bin ich nur mit 230 hoch. Sehr safe. Ja. 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 Der ist safe. Mit 230 auf der Sprungkuppel zu. Toll, ich safe. Mit 270 fährt man die normalerweise hoch. Und next links. Wenn du richtiger Pro bist, schaffst du die mit 280. Ja, Moment, was bin ich? Ach ja, keiner. Oh, ja, gut, dass wir das geklärt haben. Ja, ich bin ja wieder im Auto hochgefahren eben. Also. Oha, du Pro! Aber ich bin da. Kann man nicht mehr weiter. Ja, gut, ich meinte natürlich in einem schaffenden Zustand. Ja, nee, laut deiner Aussage war jetzt die Diebstahl Pro! Ja. Wenn dann natürlich hinterher in der Wand liegt, das sollte natürlich dann nicht passieren. Ja, egal, er war Pro, weil er ist mit 270, 280 da hoch. Ja, ja. Also wollte ich doch sagen, genau. Also so gesehen komme ich da auch mit 300 hoch, aber... Nö, das schaffst du nicht so einfach, ne? Da musst du davor schon richtig gut Schwung holen. Ja, gut. Boah, der Mercedes jedenfalls, er war, schon zu. Er ist ein Pro, fertig. Oh, Mann. Hat keiner was von mich abfliegen gesagt.
Das stimmt, das hat er in keinem Atemzug erwähnt. Ja, erst so. Im Nachhinein. Alter, was baue ich denn hier für ein Bullshit gerade nur noch? Doch, mit 260, 250 so ungefähr. Immer noch zu vorsichtig, du bist kein Pro. Ja, ich lasse es auf Fortgeschrittener beruhen. Ich habe nämlich Angst vor das kirschrote Auto hinter mir. Das war eine scheiß Auflandung. Die war langsam. Zu schief gekommen. Und Diebster, wie ist es so als Pro? Ah, Gott, damit jetzt nicht. Ja, das Problem ist, es hilft mir nicht so viel. Ich werde euch fortgeschritten auf allen Teilen des Treffs besser. Oh, ich war kein Pro, ich bin nur mit 260 hoch. Ja, reicht doch. Mist. Ich glaube, war ich auch nicht schneller, als ich das mal geschafft habe. Von daher. Ja. Nur mit 260. What the fuck, Rundenzeit, what the fuck. Mit Mercedes, wie? 1,54, 43, what the fuck. Ja, der Wagen ist schnell auf der Strecke, keine Frage. Boah. Das hat sich gar nicht so angefühlt, als wäre die so gut gewesen. What the fuck ist da denn los? What the fuck? Wer der Part heißt nicht What the fuck? Du kannst es auch gerne abkürzen als WTF, aber trotzdem. Aber dreimal muss schon sein. Genauso lang. Alter, das ist ein dicker Asak-Rekord dann. Holy shit. Ja, der lenkt ziemlich gut, ne? Oh, jetzt bin ich vor die Palme gefahren. Bin ich denn da hin? Ey, du Profi, du darfst das nicht. Naja, passiert. Wie zum Fick habe ich diese Zeit geschafft? Dies und mehr erfahren wir nie. Weißt du. Ja. Jetzt der Formel 1 auch nicht nach der Werbung. Wer ist doch hinter mir die ganze Zeit? Das bin im Moment ich. Okay. Ja. Ich habe keine Ahnung, in der Nähe wahrscheinlich. Also, ich bin ganz weit weg. Denn es ist immer noch kein Pro. Der wollte eben gerade dessen 250 Grad wegknacken. Das war natürlich unschön. Dadurch habe ich natürlich richtig viel Speed verloren. Weil ich das mit 220 dann auch abfangen musste. Langsam da runter. Oh Mann, was mache ich denn jetzt, ey? Top Rundzeit, aber dafür mache ich jetzt wieder viel Mist hier. Ja, jetzt nicht mehr. What the fuck? Na, jetzt eher what the fuck at schlechte Fahrweise gerade. Im Vergleich zu vorher. Diese eine Palme da, ey. Das ist mal so. Ja, versuch vermeiden, dagegen zu fahren. Ich kann nicht mehr weiter. Nur mit 270 da hoch, scheiße. Jetzt guckt gerade auf ihre Geschwindigkeit bei der einen Stelle. Ja, aber nicht, dass die Palme jetzt einer von euch da jetzt umkippt, ne? Das wäre jetzt nicht so gut. Oh weia. Okay, ich bin raus. Aber ich bin auch viel zu lange da, man. Was machst Auto, bitte? Karre ruhig. Okay. Warum muss ich denn jetzt ständig mein Auto abfangen hier? Das ist blöd. Aber das kommt Kirsche jetzt dran. Für diesen kleinen Glitch. Ja, es kommt deswegen Kirsche dran, weil ich ständig das Auto abfangen muss hier gerade. Warum ist das so? Ja, shit. Frustrierend, das ist doch frustrierend. Ich glaube, es ist frustrierend. Das glaube ich auch. Frustrierend ist was das. Ist es doch auch. Fuck, ja. Scheiße, ey. Oh, das ist auch frustrierend. Ich habe eine 2,6er Zeit. Hey, bist du besser als ich. Piet, was hat passiert? Wow! Ja, ich habe hier gerade ein paar Crash-Serien. What the fuck, ich bin voll krass. Karre! Meine Güte, wie oft muss ich dich denn noch abfangen? Scheiße, wie überholt man Kirsche? Man fährt den letzten Berg mit Vollgas. Ja, ich krieg den irgendwie nie richtig hin. Also ich baue hier nur noch gerade Wände. Oh, hätte das nicht in der 1,54er Runde so sein können, Alter. Warte, ich beantworte dir das. Dann wäre das doch bestimmt eine 1,53 geworden oder so. Scheiße. Also ich bin langsam unterwegs. Aber jetzt bin ich vor Cash, jetzt traue ich mich, das nicht mehr die Vollgas zu fahren, das ist es halt. Ja, du bist ja auch kein Profi, laut deinem Nee, das ist zu riskant, jetzt Vollgas zu fahren, jetzt bin ich ja wieder vor ihm. Jawohl, bei der Runde vorhin, wenn du da Vollgas warst, könnte das schon schnell gewesen sein. Ja, aber die Sache ist, was ist, wenn Kirsche Profi ist und du nicht? Nee, ich krieg diese Stelle nicht gut hin.
Die ist doch echt hart. 273. Genau, aber ging nicht weiter. Ja. Ja. Den kenne ich. 273, höher kam ich bis jetzt nicht. Die Runde war bisher dezent. Das ist schon mal gut. Kirsche, willst du aber wissen hier? Oh nein. Ja, es ist die ganze Zeit alles sehr, sehr eng. Ah, der hat einen Überkipper gemacht. Ah. Sah gut aus. Ja, der ist nach links rüber gekippt, leider. Jetzt bist du wieder hinten und fährst wieder Vollgas dadurch, oder was? Meinst du, er will wieder Profi sein? Wahrscheinlich. Ja, ich glaube, als Jäger hat er nichts zu verlieren, ne? Das ist leider sehr riskant, das zu tun. Ne? Das ist halt. Mehr als 273 schaffe ich da nicht. Nee. Diesmal habe ich da Scheiße gebaut, ja. Ja, gut, ich krieg dich nicht mehr. Ach, was meint denn hier? Oh, das wow, sieht böse wow. Ist mir auch passiert. Ich war den vorsichtiger gefahren und bin trotzdem abgeflogen in diesem Berg da, ey. Ja, das geht mir auch häufig so. Ich will dann vorsichtig machen und dann fix trotzdem links gegen die Wand. Nein, Wagen, geh da weg von. So richtig, ich kann nicht schalten. Was mach ich denn hier? Vielleicht muss man hier aber Vollgas fahren und einen auf den Haken machen. Geht das schon besser? Nee, du musst die irgendwie, ich hab die Linie noch nicht kapiert. Und dann, wenn du die Linie hast, dann kannst du wahrscheinlich auch Vollgas oder fast Vollgas fahren. Mann. Oh, ich spiele gerade nicht. Ich spiele gerade Need for Speed Pinball, ey. Nein, Need for Speed, Need for Speed, Pinball! EA, habt ihr gehört? Wir haben nächsten Need for Speed Titel für euch. Nachdem erstmal für Rückzahlung und für Hitze haben wir jetzt Pinball. Boah, ach, diesmal nur 264. Ja, sehr weit weg. Alter, hallo, ruhig. Aber ich hab jetzt noch verpasst, wie das sieht. Okay. Was mich wundert, was das denn für ein Tunnelchen? Den kenne ich gar nicht. Tunnelchen! Was für ein heftiger Song hier gerade. War der andere Tunnel. Ach, wie hier Lipper, ne? Das ist langsam. Oh, jetzt musst du erstmal wieder was disconnecten, damit du wieder den Server verletzt, damit ich wieder letzter bin. Nein, jetzt kann ich. Ich kann nichts. Nein, ich kann nichts disconnecten. Na, sag nicht. Außer mein Netzwerk. Netzwerk-Arena disconnect, ne? Nein, Wagen, ruhig. Das will ich aber nicht. Es ist krass, wie oft du manchmal den Wagen wieder wiederholen musst, ey. Ja, der war gut, der Berg. Oh, ich glaube, ich muss mal kurz Was ist das für Musik da gerade, bitte? Ja, die geht ab, ne? Heilige Scheiße, Mann. Ich, ja. Was ist mit, geht los? Ah! Ja. Der ist nämlich plötzlich stehen geblieben. Ja, der meinte irgendwas von, er muss mal gerade, ich muss irgendwie, und dann war er weg. Ja, dann macht es noch klick-klack in dem Mikrofon, und dann war er weg. Okay. Ich wurde eben auch angerufen, aber ich kann das auch nicht. Am Auto vorne ist halt kein Handy. Hey, Diebster, freut dich, du bist damit nicht mein Letzter. Ja, immerhin. Ich Kirsche nicht mal hier besiege, da hatte ich doch mal die Chance. Aber ich frage, ob ihr hinter den letzten Platz auch noch verdient, ganz ehrlich. Ja, bleib stehen und warte, bis Speed weiter wieder da ist. Ja, da bin ich wieder. Wo warst du? Ja, da hat mir gerade einer Blödsinn vorbeigebracht, hat Dankeschön, weil ich den beim Tragen geholfen habe. Er hat schreien an und sagt, stör mich nicht, mein Pentas! Ich hab gesagt, das ist in 20 Minuten nochmal. Ich bin Team Sneak Pete, ich muss fahren! Doch nicht, dein Ernst! Hast du auch einen Fehler gemacht, wie geil ist das eigentlich? Ja, ich dachte, jetzt hab ich's verloren. Was, du hast einen Fehler gemacht? Das ja, einen fetten! Guck auf die Karte und, hä, wo ist er denn? Bei der Einfahrt in die Abkürzung. Ja, ich. Ja, das habe ich dann auf der Karte gesehen. Da die Runde doch auch. Das ist auch immer so ein Phänomen bei uns, ey. Immer wenn ich eine Chance habe, dann mache ich den Fehler auch, ey. Ja, das ist der Wahnsinn, das hier. Auch immer so ein Phänomen bei uns, ey. Das soll aber nicht sein heute mit. Och, natürlich. Sieht super. Ach, Mann. Das war die letzte Chance, wo ich hätte nochmal.
Aber natürlich klappt es bei der entscheidenden Runde nicht. Oh, Alter, wie tun die Hände weh? Ich habe das Lenkrad so verkrampft festgehalten. Ach, scheiße. Alter, Mann. Da kommt ja schon einer. Ravage, was machst denn du da? Krass. Oha. Hä, ist das schon? Das kann nicht sein, oder? Nee. Ach so. Wir haben irgendjemanden überrascht. Das ist Piet gewesen, das war Piet. Ja, das war ich. Ich hab mich gewundert, Alter, wie kann das jetzt sein? Ja, ich hab mich auch gerade gewundert, what the fuck. Mann, seid ihr schnell, ey. Oh, Sika, die höchste Topspeed hab ich bisher. Vielleicht werde ich doch ein Pro. Nicht die Wand berühren, ach, Mann. Oh, das ist ja... Ach, Mann, ey. Ich bin außerhalb. Ja, gar nicht. Ist locker voll ins Spiel, kein Thema. Ich hätte mal echt die Chance gehabt, dich mal zu kriegen, ey. Ärgerlich. Die ersten Runden waren noch ganz okay, aber im letzten Teil, letzte Hälfte des Rennens lief nichts mehr. Ja, und wir haben Glück, dass es vorwärts war. Original, ich habe aus Versehen rückwärts trainiert, keine Ahnung wieso, irgendwie Blödheit. Ich habe 2-0-2 war meine beste Runde beim Trainieren. 2-0-2, jede ja, Runde resettet. Ja, aber aber rückwärts ist sie sowieso langsamer natürlich. Naja, aber ich habe auch jede Runde resettet, diesmal halt eben nicht ein einziges Mal im ganzen Rennen. Ohne zu trainieren, weil ich es falsch rum gemacht habe. Ja, vorwärts ist sie auch wesentlich schöner. Also zu fahren. Vorwärts war sie jetzt echt entspannter mit dem CLK. Naja, die ist allgemein vorwärts schöner zu fahren. Eine 2-4er-Zeit noch geschafft. Da wäre früher immer überhaupt mal andersweise in der Nähe wäre. Ach, wieder unsichtbare Wand gefahren. Eine 2-4er, 2-4-0-3. Ach Mann, ey. Boah, ist nicht schlecht. Ach, meine 1,54er bin ich aber stolz. Das war Archivmatch. Das war ja nix. Aber wenn du guckst in ASEC, da sind verdammt schnelle CLK-Zeiten. Ja, natürlich, aber für mich war es ein Archivmatch. Also mit CLK hatte ich vorher eine ganz andere Zeit. Da guck ich gleich mal nach, Alter. Das war auf jeden Fall was Niedrigeres. 1,56, wenn überhaupt. Das Problem ist, wir müssen jetzt lange warten, glaube ich. Nee, ich bin gleich da. Bist du in der sechsten schon? In der letzten? Nee, in der siebten. Ja, ich komm grad. Jetzt zack, ist er da. Naja, bin auch. Nur weil der kurz zwischendurch mal weggeht, heißt nicht, dass du der. Du bist der Erste! Ja, bei euch weiß man nie. Oh, eine 1,54,10 sogar. Das meine Fresse. Aber auch eine Bestzeit. Aber eine 83 vorher. Also bist du jetzt mit dem CLK eine bessere Zeit gefahren als meine beste mit dem McLaren. Aber das ist schlecht. So. Noch schlechter als Speed, ey. 1,55,60 war vorher, mit dem CLK. Sekunden ja, schneller, schon krass. Ja, das war eine Traumzeit. Ah, ein Rennen noch. Ja. Das ist ein Sprintrennen. Das ist eine recht gute Strecke, sehr gut. Aber das der Ferrari fährt sich irgendwie komisch. Also dieser jetzt zumindest. Ja, der fährt sich. Der fuhr sich schon immer komisch. Bottom Crossing. Oh, ein Rennen noch. Oh Mann, ich hätte mich voll darauf eingestellt, dass es in allen Outskirts nur Crash geht. Da hättest du doch gerne auch so machen können. Ich meinte halt bei der anderen Richtung und das ist dann. Die Farbauswahl bei dem ist ja auch, ne? Naja. Die wichtigsten Farben eines Ferraris immerhin. Ich dachte, die wichtigsten Farben der deutschen Flagge hat er. Ja. Oder so. Oder so. Typisch Ferrari halt. Was soll er sonst haben für eine Flagge, wenn nicht die deutsche? Was? Ich hab nur meine Hüppe nachgemacht. Alle in Rot? Nein, einen gelben sehe ich. Einen gelben. Ja, ich sehe die aber Karte gerade. Und dass Demon kein Schwarz nimmt, das gibt's ja gar nicht. Das ist halt ja alles was, so. Was? Oh Scheiße. Langweilig. Neustart, er hat keinen Schwarzen. Wenn wir auf die Schaltpunkte mal komplett verkackt mit dem Ding, die ganze Zeit im Reflimit fest. Aber das hört man doch auf Audio. Nee, da habe ich jetzt gerade. Ja, jetzt weißt du, warum das so schlecht ist. Da ist gerade Hot Action-Kopf im Radio. Oh. Alter, schön. Nein, Wagen. Och, come on, jetzt reicht's doch. Oh, hier schön die Hanerin. Ja, sonderlich toll habe ich das jetzt auch nicht gefahren, aber. Ja, ich auch nicht. War zu fasziniert von dem Abflug vor mir. Aber die Leitplanke war ja noch einigermaßen behilflich. Ja, das Rennen habe ich nicht.
habe jetzt nicht ernsthaft alle in einem roten Ferrari. Nein, einen gelben gibt's. Also es sei denn, du bist das, dann ja, die anderen haben alle. So ein bisschen Diversität brauchen wir heutzutage. Ja, Außenseiter! Das Rennen habe ich mal sowas von hart verkackt, das gibt's überhaupt gar nicht. Und so viele Fehler auf einen Haufen, das ist ja schon echt traurig. Hey! Der ist halt kein Profi. Also wer dann nicht mit 280 den Berg hochfährt, der ist kein Profi. Das bleibt jetzt immer drin, Leute. Das bleibt hängen, ja. Wir kommen jetzt auf Berge, ne? Nein, das ist eine pure Traurigkeit hier gerade, wow. Das ist eine Strecke, die hätte ich üben sollen. Alter, nur 180 den Berg hoch. Du bist kein Pro. Also aber 100 km/h weg vom Pro. Ja, das ist ja nicht der Berg. Dann bist du, warte, Anfänger. Ja, ist ja ein anderer Pro. Ein anderer Berg. Berg ist Berg. Du hast nie gesagt, welcher Berg, so. Sag das mal nicht. Doch, ich glaube, das habe ich sogar gesagt. Was war denn das? Ich bin weggedreht. Na, toll, das war's dann. Das Rennen lief gar nicht mal so. Nein! Mach dich besser. Alter, bleib auf der Strecke. Ja, mein Rennen war Katastrophe. Oh. Oh, das Auto fühlt sich aber auch echt total drin. Alter, Karre, was hast du das denn jetzt? Du wurdest würdig vertreten von Ravage. Das fuhr sich ja echt scheiße, das Auto. Oh, und dann die Schaltfehler. Da hätte ich mehr reinmachen. Und dann diese zig Schaltfehler, Alter. Das lief ja mal richtig kacke. Das war nix. Schade, der hätte vierter Platz werden können. Wie denn ist der Fest manuell? Das musst du machen, um Schaltfehler begehen zu können. Die Automatik kann sowas bestimmt auch. Das wäre jetzt meine erste Intention gewesen. Das habe ich dir doch letztes Mal schon gesagt, dass ich manuell fahre. Das weiß ich leider nicht mehr. Ich hab gedacht, ihr seid alle so Automatik Putzis. Ich habe ein Riesenproblem, sehe ich gerade. Eins nur. Jo, ich werde jetzt einen Renntag veröffentlichen, wo man mich anderthalb Stunden lang nicht hört. Oh. Ey, das könnte der Beste werden. Naja. Hat man gar keinen Ton oder nur dich nicht drauf? Nur mich nicht. Hä? Achso, hast du den OBS, diesen Mute-Knopf da? Nein, aber irgendwie meinst du, Windows bei irgendeinem Update plötzlich zu sagen, ey, dein Mikrofon heißt jetzt anders und das hat OBS noch nicht gereiht gehabt. Ja, ich schalte sehr gerne um nach dem Update, ja. Kenne ich auch. Ach, Mann. Also, wenn du willst, kann ich einfach von meinem Video das Audio als Wave oder wie auch immer Datei exportieren, dir zuschicken.